Spaß. Nee, richtig, richtig. Und. Servus Performance Friends und herzlich willkommen hier bei Video Nummer 3. Ihr seht, wir sind hier irgendwo nirgendwo mal wieder. Wir haben hier eine kleine Porsche-Garage gemacht. Sah ganz toll aus und ach, es war einfach so toll. Entschuldigung, ja. Das ist immer noch das Intro. Ach so, scheiße, der Boden liegt ja schon. Okay, wir spulen ganz kurz zurück. Moment. So, jetzt aber. Jetzt sind wir richtig. Also, was haben wir hier? Bodenlose Frechheit, absolut. Sandro kam gerade her zum Kunden, hat Grüß Gott gesagt, so wie sie es gehört, mit Maske. Dann habe ich gesagt, nein, könnt ihr abnehmen, seid ihr geimpft, getestet, genesen. Jawohl, sind wir, also gar kein Thema. Und dann sagt Sandro, hättest du einen Besen? Wir müssen erstmal fegen. Dann sagt er, du, ich habe schon alles gefegt. Der sieht einfach nur so dreckig aus. Und deswegen wird es Zeit, dass hier ein Performance-Store reinkommt. Wir werden uns jetzt rüsten und wappnen und anziehen und umziehen und ja, wir sind heiß drauf. Es geht wieder los. Video Nummer 3. Ja, Performance-Store Friends, eine sehr häufig gestellte Frage ist, was mache ich, wenn ein Ablauf in der Garage ist? Kann es der Performance-Store ausgleichen? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Wenn wir mal mit der Kamera ein bisschen runtergehen, sieht man, der Boden, der hat da ein bisschen Spiel, aber jetzt passt auf. Jetzt nehmen wir eine Platte, machen die einfach rein, über den Abfluss drüber. So, und was passiert? Gar nichts mehr. Das heißt, der Boden gleicht es komplett aus. Auch hier in dem Bereich habe ich wirklich minimal noch ein Spiel. Aber jetzt kann ich praktisch auch hergehen, wenn ich das möchte, und mit dem Kärcher oder mit dem Hochdruckreiniger das Ganze einfach hier ausdampfen und es läuft dann da rein. Oder ich kann den Performance-Lock großflächig aufmachen, haben wir schon oft genug gezeigt, und einfach mit einem Schieber in meinen Abfluss reinschieben und das Ding ist wieder sauber. Also Abfluss, check! Wozu nimmst du die Setzlatte hier? Die Setzlatte nehmen wir uns, also die ist echt Gold wert, finden wir, weil wenn du schräge Wände hast, dann mischst du ja vom einen Punkt, das haben wir jetzt hier gemacht, vom einen Punkt, da haben wir dann 15 oder 14,5, also 3 cm Dehnfuge, zeichnen an 11,5 und wenn man dann hier misst, dann merken wir ganz schnell, hier sind wir nicht bei 14,5, sondern bei 14. Also haben wir einen Verlauf, einen schrägen Verlauf von 5 mm. Dann gehen wir her und zeichnen hier die 11 an. Dann haben wir... Wo genau? Also genau da, wo es rüber gemessen wird, zeichnen wir hier 11 an, hier 11,5. Einmal setzen die Setzlatte an. Aber wegen den 3 cm Fuge. Klar, richtig. Ja. Setzen unsere Setzlatte an, ziehen den Strich, weil der ist ja schräg, da können wir nicht mit Winkel arbeiten, mit Winkeln arbeiten. Zeichnen an und dann lassen wir es halt durch die Schneidemaschine nach Strich. Das heißt, ich kann die Schräge auf die Platten anzeichnen und spare somit viel, viel Zeit und ich habe nachher komplett einen geraden Schnitt, oder? Genau, richtig. Also ich muss die ganze Zeit messen, Platte für Platte. Hier haben wir dann da und da sind es dann nur 2 mm Versatz. Da sind es dann plötzlich 4 mm und hier sind es dann halt eben 5 oder 6. Man spart sich viel Messarbeit. Man kann es auf 3 Platten zusammen machen und dann auf 3 Platten drauf projizieren. Fertig. Ha, wieder ein sogenannter Lifehack. Ja, Performance Floor Friends, Porsche Garage gehört natürlich auch ein Porsche dazu. Hier haben wir ein richtiges Schmuckstück, ein 964er RS. Der Kunde hat gesagt, er hat den aus Kanada importiert, aber da war es nur ein 964er und er hat dann praktisch den Motor noch reingebaut. Ein RS-Motor, daher 964 RS. Und das ist ein Auto, das sieht man nicht jeden Tag auf der Straße. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, aber hey, nicht ein bisschen zu schade, das Auto zum Rumstehen. Dann hat er mich gesagt, wieso zum Rumstehen? Komm mal mit, ich zeig dir was. Und dann macht er die Tür auf und schaut mal hier rein. Ich gehe mal auf die andere Seite. Bisschen eng hier.
Jetzt kannst du den machen. Kuckuck. Kuckuck. Warte. Kuckuck, ich bin's, der Date. Ja, da kannst du gucken, ne? Und schlucken nicht vergessen. So, wie man hier sieht, der Kunde weiß, was er da baut. Er hat gesagt, das ist sein Ausgleich zum täglichen Geschäft. Und jetzt muss ich aufpassen. So. Rumstehen. So ein Lenkrad, so eine Schaltung. Nee, 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 nee. Das Auto ist nicht nur zum Rumstehen gedacht, sondern das wird auf der Rennstrecke bewegt. 320 PS hat er mir gesagt, das Schmuckstück hier. Komplett leergeräumt. Kommen jetzt noch hier Sitze rein und dann war's das. Also das soll wirklich nur auf der Rennstrecke bewegt werden. Und was ich auch mega cool finde, weil es ist Liebe zum Detail. Das ist auch das, was wir haben mit unseren Garagen, mit unseren Werkstätten, mit unseren Hallen, Showroom. Unser Boden ist die Liebe zum Detail. Und deswegen gucken wir mal ganz kurz hinten rein, hier auf. Jetzt können wir hinten reinschauen. Ja, den muss man so fest zumachen, hat man mir gesagt. Wow. Also hier steckt wirklich auch viel Liebe zum Detail. Hier schön in der Wagenfarbe. Echtes Carbon. Ja, also wirklich das Beste vom Besten, ne? Und das ist das, was wir ja auch immer für euch tun wollen. Wir wollen nicht nur Böden zeigen, sondern wir wollen euch mitnehmen in die schönsten Garagen, speziellsten Garagen und die schönsten Autos zeigen. Und deswegen lohnt es sich, unseren Kanal zu abonnieren. Hier unten einmal ein Abo, einmal ein Like. Vielen Dank. Wir gehen jetzt weiter, weil die nächste Garage ruft, das nächste Projekt ruft. Und auch da nehmen wir euch wieder mit. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Told him that I gotta go, dawg. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2. Too much shit I've been through, so I put it all in that rib. Gott, nee, richtig, richtig. Luki, zu deiner Information, das Video beginnt folgendermaßen. Dann mache ich so und dann lässt es. Wie war das nochmal? Also wir machen. Jetzt habe ich mich am Zaun schießen bei Jungfahrt.